verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Foxtrot. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flucht. Weg mit diesen Russen. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makaros Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Price, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Das ist gelogen, das sind Soap. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir erfassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarov, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Yuri, ex-Besnas. Der einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Task Force 141. Disavowed. Mit Yuri. Ja, Yuri ist wieder da. Ich bin wieder da. Hallo, Price. Ich bin Yuri. Ich wieder da. Ja, ich bin noch da. Was willst du? Wir müssen Soap zum Hubschrauber bringen. Was ist das? Gesundheit. Sehr gut. Oh. Du musst ihn jetzt hier auf der Stelle so operieren, während du kämpfst. Sieht hinter August 41. Juri, sind auch mal noch 41. Na Leute, ich kann es nicht mehr weiter lesen. Juri, geh auf den Balkon in Stellung. Wir müssen dem Arzt Zeit verschaffen. Wir sind gespannt. Ach, nicht da hier, ey. Da bin ich oft korrekt, das weiß ich noch. Echt? Ja, nicht oft, aber... Bei mir ging's hier so. Aber gut, bei mir ging's halt in der Mission davor auch. Nee, oft bin ich nicht verreckt, aber ich bin hier verreckt, das weiß ich. Ja gut, das ist ein bisschen gezogen hier bei mir. Das ist auch nicht meine Lieblingsstelle, kann ich mal so sagen. Ich glaube, das ist die Stelle, wo wir dann mit der Angriffsdrohne ein bisschen auch durch das Gebiet rushen müssen. Und dann müssen wir noch hinterher rennen und dann... ...ins Action. Mit den Helis dann irgendwie war dann noch was. Ach Gott, ja, war ein bisschen strange. Vor allem auch nicht die kürzeste Mission. Na gut. Was soll ich machen? Alles klar. Quatsch, einfach mal reinrammen. Ja, desinfizieren, scheiß da drauf. Wir müssen Soap zum Heli bringen! Juri, du bleibst bei mir! Dass mir doch keine Befehle vom alten Mann geben. Was haben wir denn hier so? Die G36. Oh, das ist sehr schöne Wumme. Nimm die G. Nimm sie. Hab ich schon lange. Yes, sorry, das ist verzögert, das, Weiter. Weiter? Darunter. Wusste. Jaha. Das ist der da oben. Schon wieder ein Heli. Und eine Granate. Sagte dein Loyalist. Wo ist... Neun. Das war ja klar. Numero... Neu. Die 10 machen wir voll. Sie kann nicht mehr mit. Bei der Angriffsdrohne stirbst du mindestens auch noch einmal, dann sind wir schon... Aber nee, ich sag, 11 Tode werden wir in dieser Aufnahmesession hier von dir haben. Also, die Aufnahmesdrohne, das bei meinem Pre-Spiel, hat es ganz ohne Tod, weil das war ja nicht schlimm. Ja, da hattest du ja auch auf Rekrut den Schwierigkeitsgrad gestimmt. Ja, da hatte ich auch hier auf Soldat. Irgendwie eine Granate. Ich kann man jetzt neulich auch hören, die Geräusche von sich. Ach, das zieht sich hier, wie du gerade schon gesagt hast. Da oben. Wo ist noch einer? Ist noch genug? Geht nicht. Noch irgendwo wer? Was ich dann halt nicht so mag, ist, wenn ich von diesen ganzen Scharen komme, diesen Tausenden von Leuten gefühlt. Gut, so wird es natürlich in die Länge gezogen, aber in meinen Augen auch etwas künstlich, weiß nicht. Naja, auf alle Fälle haben wir jetzt die Passage hier gepackt.
Ja, da ist die Fahrzeugdrohne. Los. Bitte auf Zivilisten. Ich glaube, das darf es in der englischen Version auch. Echt? Ja, ich meine ja. Also da durfte es ja bei MW2 auf Terminal einen Terrorist spielen. Ja. Da durfte es auf die schießen, da war nicht sofort Game Over. Weiter. Okay. Da ist auch noch einer. Ich renn mal hier ins Haus rein. MG-Schütze auf dem Balkon! Ausschalten! Hallo? Ist auch keiner. Ja. Nicht mal das MG weg kann. Und auch hier da unten. Oh, es geht da schon wieder. Sehen wir tot 10? Ja. Tatsache. Yay! Numero 10! Jetzt überlege ich, ob ich auf 12 erhöhen soll. Meinst du? Erhöhe ich den Einsatz auf 12? Nee, ich bleib erstmal bei 11. Ja, das war wieder unnötig gerade, ey. Ja, welche Tode schon nötig, ne? Aber manche Tode, sag mal so, es gibt ja Stellen an, also es gibt ja Passagen, da sind Tode fast unvermeidlich, wenn man sich jetzt nicht mega gut anstellt. Aber ich meine, hier, die ersten 10 Tode fand ich schon. Wann? Kannst du nicht? Bitte? Kannst du nicht? Nee, sonst hätte ich hier meinen Death Counter nicht einführen können. Ah, stimmt. Wäre natürlich fatal gewesen. Mhm. Private Blume. Oh ja, immer mit der Ruhe. Vielleicht kein Muni mehr mit der AK. Schon alles verbraten. Jetzt gehst du noch da kaputt. Aha, hier ruhig sterben. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Sterben ist nicht schlimm, da schläft man nur. Dann wacht man wieder auf. Richtig. In der Hölle. Wachst du vielleicht wieder auf. Ich meine hier, ne? Wiedergeburt. Nee, in der Hölle wacht er auf. Oder so. So, da hab ich ihn, naja. Aber da kommt schon wieder, dass hier wieder die Masse von Gegnern kommt. Mhm. Da ist echt teilweise das Gefühl, die können Zellteilung. Die haben mir so eine ganze Armada hingeschickt. Wie so ein Bienennest, weißt du? Ist so, ja. Wie so Ungeziefer, die vermehren sich bis zum Geht nicht mehr. Wow! Puh. Dann muss ich meinen Counter wieder um 1 zurücksetzen, da habe ich nur auf 11 geklickt. Echt? Ja, das ist wahrscheinlich jetzt fehlerhaft gemacht. Ja, dann lauft doch nicht mein Weg runter. Yay! 11! Aber hast du vorher Price noch selbst mal das Ohr weggeschossen? Ja, aber das kann ich auch nicht. Das ist seine eigene Schuld, wenn er da immer im Weg steht. Also den Schuh ziehe ich mir nicht an. So, jetzt kommen die ganzen Kakerlaken wieder. Töte sie. Ich werde diese ekelhaften Mistviecher vernichten. Ja, Mistviecher vernichten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf 12 erhöhen soll oder bleibe ich bei 11. Ja, da musst du jetzt. Eigentlich eine Kontraliste, würde ich sagen, anfertigen. Ich glaube, ich bin schon wieder schwer verletzt und muss in Deckung gehen. Also überlegst du. Setz deinen Einsatz jetzt. Los. Ja, ich glaube 12. Es sind zu viele zwischen
Und ich habe nur kurz überlegt, ob ich nicht auf 13 gehe. Weil das dann hier mit dem Laufen nicht ganz ohne war, ne? Nee. Aber jetzt kommt es gleich auch schon zum Action mit der Fahrzeugdrohne. Waren noch, glaube ich, keine Gegner mehr, nee. Sie da nochmal durch. Captain Price. Ein Waffenlager ohne Waffen. Cool. Alles leergeräumt. Unbemannte Fahrzeugdrohne. 2 Zentimeter dicke Panzerung. Schönes Ding. Steuerung ist auf Russisch. Oh, hinten sind diese feindlichen Daten, aber die sammeln wir nicht auf. Wo denn? Nehmen wir trotzdem mal mit. Ach, da. Da hinten dieser Laptop da, ne? Ah ja. 2 habe ich schon. Cool. Bryce? Juri, an die Steuerung. Ja, ich häng fest. Echt, das ist schieß mal auf dem... Schieß mal auf dem Fuß. Ach, oh, tanz, nein. Bryce, tanz! Gar nichts? Nee. Ah. Oh no. Nein. Juri, du kriegst die feindlichen Daten nicht. Lass sie, wo sie sind. Sie gehören den Feinden. Genau. Oh, oh, ja. Allah sei mit dir, ja. Ja, Allah. Naja, ein paar Opfer mussten wir hinnehmen. Geht nicht anders. Man nimmt er uns eigentlich hier noch nicht schon mit? Das kann er nicht. Nee, so ein Seil ablassen. Die Fahrzeugdrohne ist in einer Kiste direkt unter ihnen. Ich darf doch nicht durch, ist eine Invisible Wall. Jetzt darf ich. Ich bin schneller. Ach, ich hab die schon, okay. Ja. Ja, komm, mach auf. Das war jetzt mal ein schöner Fail, ey. Lässt du dich einfach nicht durch? Nee, du wolltest nicht an die Konsole gehen? Dann lass dich auch nicht durch, nö. Die Steuerung ist auf Russisch. Na dann. Job, Juri. Nikolai, wie ist Subs Zustand? Ja, genau, Aimbot, ja. Wir müssen ihn hier rausbringen. Juri, mach einen Weg zum Helipad. Wir sind hier. Ja, ja, das ist eine schöne Sache hier, sowas machen wir. Auch A-230 fahren. Ja, es ist einfach abwechselnd. Finde ich gut, als dieses... Oder als nur stur durch die Gegend laufen und ballern. Also wie bei, da hast du dich ja bei MW1 auch ein bisschen beschwert, dieses Flächenkämpfen, ne? Das war's eben, du warst fast immer auf diesen Feldern, die meistens auch noch ziemlich gleich ausgesehen haben. Das war sehr, sehr monoton. Wenn du halt geschossen hast, wenn du in diesen puren Schießmissionen warst, waren einfach die Gegenden meistens sehr, sehr monoton einfach. Das war nicht sehr abwechselnd. Klar bist du auch AC-130-Missionen und so, aber kam ein bisschen zu kurz in meinen Augen. Fand ich MW2 schon besser. Jo, da hat es ja auch so alleine schon... hat es ja da noch mit AC-130? Ich glaube, die gab es in jedem MW, oder? Aber ich kann mich gerade spontan noch gar nicht erinnern. Das musst du jetzt wissen, du hast aufgenommen. Ja, ich glaube, das war keine. Okay. Also bei Spec Ops war es auf jeden Fall. Aber sonst, ich meine nicht. Vielleicht irre ich mich da ja auch. Das wäre mir zwar noch nie passiert, aber... Bei MW2 fand ich generell besser, dass einfach diese Schießpassagen abwechslungsreicher gestaltet wurden. Wie jetzt zum Beispiel beim Terminal, bevor diese Terrormission da kam.
beziehungsweise wo wir schon mit denen unterwegs waren. Einfach die Locations waren besser, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich fand auch, das hat ein bisschen mehr zu dem Thema Modern Warfare gepasst. Ja. Hier, das kennt man jetzt zwar nicht mit der Angriffszone, aber von der Location her auch, dass ich, doof gesagt, mal im Zweiten Weltkrieg machen. Mhm. So ein kleines Dörfli. Yep. So, ich hab's geschützt. Oh, sorry. Aber er hat natürlich überlebt, ne? Dass du auf ihn gefeuert hast. Das ist ja, ja Thema. Klar, das ist doch kein Problem. Also alle anderen ja. Sterben nur er. Juri, hält zum Heli, los! Jo, jetzt viel Spaß beim Laufen. Alle haben dich im Stich gelassen. Aber jetzt kann er auch, oh, kann er auch unendlich schnell oder unendlich lang laufen. Das ist das Adrenalin. Ja. Ja, guck mal, ich hab Marathon Pro. Price, ne? Hey. Wichser. Gehen wir mal eine Runde schwimmen. Ah ja, die Mission, ja. Da habe ich mal kurz den Zaun mitgenommen. Mhm. Aber dann stirbst du automatisch, denn wenn er dich am Zaun festhält, nee, so geht er dir nicht. Das geht nicht, nee. Bist du schon rutscht? Die Wand noch mit? Und ab ins Wasser. Oder doch eher Stein? Nee, Wasser. Autsch, das könnte wehtun. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Muss ich jetzt diese Tode eigentlich mitzählen? Nee, die zählen nicht. Die zählen nicht? Nee. Schade. Tut mir leid. Mhm. Ja, aber dann siehst du mal, dann war ich mit meinen Elf richtig gelegen. Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns mal Chaos. Wir schnappen uns mal Chaos. Gute Frage, Sauber. Gute Frage.